Ja, hier sieht man, was mir momentan so ein bisschen das Weihnachtsfest versaut. Nämlich, naja, mein Handyladekabel hat sich entschlossen, in zwei Teile zu bewegen. Der Micro-USB-Stecker ist abgerissen. Man sieht also, die Zugentlastung war hier wohl nicht so gut bei jedem No-Name-Kabel. Und nun habe ich ein Problem, weil ich habe dummerweise auch kein Ersatzkabel da und jetzt so kurz vor Weihnachten in ein Geschäft zu gehen, eher eine schlechte Idee. Also gucken wir mal, ob wir das Ganze hinbekommen. Ja, als erstes, ich denke mal, das ist relativ einfach. Hier ein bisschen weiter abisolieren. Mal schauen, ob das gerade hier so einhändig geht. Dank hochmodernem Werkzeug. Jo. Also wir sehen hier auf jeden Fall, die Kabel sind alle noch in Ordnung. Da sind die vier Adern. Ich meine, rot und schwarz müssten 5 Volt Spannungsversorgung sein. Und weiß und grün sind die Datenleitungen. Aber das große Problem ist im Endeffekt jener hier, der Stecker. Der ist nämlich, soweit ich das sehe, voll vergossen. Das heißt, da müssen wir dann ein bisschen nachhelfen. Sagt da mal jemand, Gewalt wäre keine Lösung? Okay, vielleicht auch nicht. Nochmal etwas weiter an der Kante. Das sieht doch schon besser aus. Spaltet sich das Ganze und naja, noch nicht ganz. Da ist noch ein zweites Gehäuse irgendwie drinnen. Also probieren wir mal das freizulegen. Ja, damit hätte man das Innenleben, aber wirklich weiter sehen wir dadurch jetzt noch nicht, denn dran komme ich nirgendwo. Weil hier ist Plastikteil, das heller abfummeln. Vielleicht kommt man dann irgendwo dran. Das würde ich jetzt schon als besser als erwartet bezeichnen, denn wir sehen hier vorne ein paar schöne Lötpunkte. Da dürfte ich auch wieder dran kommen. Hier auf der Seite 3, auf der anderen Seite ist auch nochmal, ja gut, 2, wobei nur einer gelötet war. Da weiß ich schon halbwegs, wo ich hin muss. Und da hier noch ein paar Reste von der Isolierung in diesem ja, Kleber oder was es sind, drin sind, denke ich, dass ich mir da auch die Farben irgendwie aus den Fingern ziehen kann, was wohin gehört. Ja, dummerweise bin ich jetzt gerade nicht bei mir am Arbeitsplatz, da der umbautechnisch nicht ganz verfügbar ist. Deswegen muss hier dieser ja, nicht ganz so feine Lötkolben herhalten. Ist überhaupt an? Ich würde jetzt einmal dran packen, aber ich glaube, da tut ein bisschen weh. Okay. Ich muss mal gerade zwei Hände benutzen. So, jetzt sehen die kleinen alten Drahtendchen alle ab. Von selber wollten sie nicht so ganz, aber der gute alte Trick funktioniert immer noch. Nämlich, wenn man etwas entlöten will, muss man ein bisschen Lötzinn drauf machen. Weil durch den frischen Lötzinn, da ist auch noch Flussmittel drin. Dann klappt der Wärmetransfer besser zu den alten Komponenten und das Ganze lässt sich einfacher entfernen. Wir müssen dann nur noch die Käbelchen wieder dran. Das dürfte jetzt ein Riesenspaß werden. Juhu. Oh, Bastler voraus. Ich habe gerade mal so ein kleines Stativ bestehend aus nicht wirklich definierbaren Komponenten gebaut. Aber hey, mein Handy hält. Ich kann mit zwei Fingern arbeiten. Also, das erste, was wir natürlich machen müssen, ist die ganzen Kabel auf eine Länge bringen. Sonst macht das erst recht keinen Spaß. Dann isolieren wir das, denke ich, noch ein bisschen weiter ab. Sicher ist sicher. So, geht natürlich auch mit dem Seitenschneider, aber die Zange liegt hier gerade so verführerisch. So, die einzelnen Drähtchen auch abisolieren. Aber wie man sieht, nicht ganz so weit. So lang sind die Lötpads nicht und ich möchte auch keinen Kurzschluss da verursachen. Also probieren wir das mal. Ein Stückchen abisolieren. So. Okay, so. Das alte Stückchen habe ich noch hier. Da können wir hoffentlich ein bisschen die Belegung sehen. Was ich schon mal sagen kann, der Einzelne auf der Rückseite ist der weiße. Unter dem weißen ist rot, in der Mitte grün, an der Seite schwarz. So. Das heißt also, wenn ich hier schaue, da ist der weiße,
Das heißt, gegenüber weiß hatte ich gesagt, rot, richtig, richtig. Das heißt, unten müssen wir mit rot anfangen. So, dann schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Rot, am besten etwas Lötzinn drauf, das ist so jetzt so nicht wirklich toller, einer oder sogar 1,5 mm Lötzinn, der hierfür mal so gar nicht geeignet ist, aber man nimmt, was man kriegt. Na, wer kennt das Geräusch der fehlgeschlagenen Elektroverkabelung? Geht ungefähr so. Ich glaube, das versuchen wir nochmal. Ja, da mein Handy gerade sich als Kamera versucht, muss dann hier die gute alte Rocket vom Chaos Communication Camp mal als Ladetester mit herhalten. Und da stecken wir das Ding mal ein, unser Gebastel. Und ja, das sieht auch gut aus. Hier steht Charging. Das sollte eigentlich passen. Also versuchen wir das Ganze mal so zusammenzubringen, dass nicht nach ein paar Sekunden alles wieder auseinanderfällt. Also. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur Geheimwaffe eines jeden Bastlers, dem Heißkleber. Ja, der Heißkleber soll hauptsächlich als Zugentlastung dienen. Entsprechend sollte man schauen, dass man am Stecker selber auch ein bisschen was dran hat, so dass der im Prinzip zusammen dass der zusammen mit den Kabeln da eine gewisse Zugentlastung bilden kann. Natürlich sollte man auch schauen, dass man nach vorne hin nicht zu viel drauf macht, sonst hat man das Problem, dass nachher der Stecker versaut ist und man das Ding nicht mehr einstecken kann. So, dieses wäre die erste Seite. Dann holen wir noch die Rückseite hier. So. Gut. Ein bisschen verteilen. Da die Spitze heiß ist, geht das relativ gut. Und schon haben wir einen kleinen, aber feinen Schutz. So. Ja, da es aber natürlich nicht nur darauf ankommt, dass das Ganze gut hält, sondern je nachdem, wenn Frauen im Haushalt sind, dass auch noch halbwegs was aussehen muss, kommt dann noch was dabei, nämlich der gute alte Schrumpfschlauch. Und zwar zum einen ein kleines Stückchen über die Kabel. Das ist im Prinzip nur noch mal eine zusätzliche Sicherheit. Und wenn ich den Anschalter finde, ja, das sieht auch gut aus. So. Der ist jetzt hier drum. Genau. Und der schützt nochmal die Kabel so ein bisschen. Und dann für komplett außenrum nochmal was, dass es auch gut aussieht. Wie gesagt, Frauenfaktor. Ich habe leider nur was in Blau gefunden, aber hey, ich kann nur das verteilen, was da ist. Auch wieder aufpassen, dass vorne der Stecker selbst frei bleibt, weil den brauchen wir ja doch noch, hoffentlich. Das ist natürlich ziemlich problematisch, ist, da der etwas groß ist. Thank you.
funktioniert. So, haben wir hier den blauen Schlauch noch drum. Dann kann man das auch, wenn es abgekühlt ist, relativ gefahrlos anpacken. Hält auch relativ gut. Ach so, ja, gut, der Heißkleber ist jetzt ein bisschen geschmolzen, deswegen ist das noch so warm. Aber ich denke, damit sollte ich dann wieder mein Handy laden können. Das probieren wir dann gleich mal aus. Wenn hier natürlich immer noch Kamera ist, darf die Rocket wieder herhalten. Stecken rein und jepa, die Lampen gehen an. Und ich würde mal grob sagen, er lädt. Wunderbar, ist zu Weihnachten gerettet, ich kann mein Handy wieder laden und ja, dann hoffentlich irgendwie den Familienstress twitternd bewältigen.